Dazu darf ich jetzt meinen nächsten Gast schon ankündigen. Das ist Herr Professor Dr. Heinz-Dieter Quack. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Er kommt Vielen Dank gleich für die mit was. Einladung. Ja, gerne. Ich weiß, dass Sie gerade noch in einem anderen Meeting waren und sehr, sehr kurzfristig jetzt erst dazukommen konnten. Aber schön, dass Sie es geschafft haben. Herr Professor Quack ist ja, Leiter des Kompetenzzentrums für Tourismus, wie Sie es auch schön angeschrieben sehen können. Und das Kompetenzzentrum ist ja Bindeglied zwischen Wirtschaft und ja, Tourismuswirtschaft und dem Bund. Und Ziel soll es vor allem sein, habe ich jetzt auch ganz aktuell nachgelesen, den Wissenstransfer zu ja, fördern, Förderung von Vernetzung von Tourismuswirtschaft in Deutschland und die Begleitung von Innovationen. Und dafür stehen Sie. Sie sind neben Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit als Professor ja auch im Bereich Destinationsmanagement und Reiseveranstaltung und Reisevermittlung mit tätigen wissenschaftlicher Hinsicht. Und da freue ich mich jetzt wirklich sehr, dass wir von Ihrem profunden Wissen profitieren können. Und Sie haben eine Präsentation mitgebracht und deshalb übergebe ich Ihnen jetzt gleich das Wort. Herzlichen Dank schon mal. Ja, Frau Ederer, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich fand das gerade sehr spannend, also nicht nur die Ausführungen von Kollegen Reinhardt, sondern auch die Befragung, die wir gerade gesehen haben. Und zu Nachhaltigkeit hätte ich auch noch was mitgebracht. Ich denke, das passt aber ganz gut auch zu dem Abstimmungsergebnis. Ich will da aber gleich noch mal in Ruhe drauf eingehen. Gestatten Sie mir zunächst, weil ich nicht davon ausgehe, dass Sie uns alle kennen, dass ich uns in zwei Sätzen vorstelle. Wir sind das sogenannte Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Wir sind eine Einrichtung des Bundeswirtschaftsministeriums. Uns gibt es erst seit Dezember 2017, neu gegründet, mit den Aufgaben, Frau Ederer hat das gerade schon vorgestellt, der Vernetzung und Verzahnung von Tourismus, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Unsere vornehmste Aufgabe ist tatsächlich die Beratung des Bundeswirtschaftsministeriums und der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Und das tun wir in enger Abstimmung mit den entsprechenden Akteuren, insbesondere auf der Bundesebene. Wie Sie sehen, wir sind ein kleines, aber feines Team von insgesamt gerade mal 5 Menschen. Und arbeiten seit nunmehr jetzt fast 3,5 Jahren eben an dieser Zielsetzung. Ich möchte auch ganz gerne, ohne Sie verwirren zu wollen, nochmal ganz kurz einsteigen in die durchaus real existierende Vielfalt von Tourismuspolitiken in unserem Land. Tourismuspolitik ist eine Sache, für die die Bundesländer in unserem föderalen System zuständig sind. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, auch wenn wir uns über tourismuspolitische Weichenstellungen auf Bundesebene unterhalten, dass die Bundesregierung keine originäre Zuständigkeit für das Handlungsfeld Tourismuspolitik hat. Das liegt bei den Landesregierungen. Das Ganze wird koordiniert auch durch das Bundeswirtschaftsministerium. Da haben wir ja auch mit parlamentarischem Staatssekretär Bareis den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung. Es gibt auch einen Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages, aber tatsächlich sind zunächst einmal die Länder dran. Uns selbst haben wir mal versucht, in diese bunte Vielfalt einzuordnen. Sie erkennen uns ganz klein an dem roten Pfeil in der Grafik. Wir sind eine Einrichtung des BMW und berichten an das BMW, an den Tourismusbeauftragten und dann auf Anforderung selbstverständlich gerne auch an den Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages. Aber tatsächlich haben wir ja eine ganze Reihe von Akteurinnen und Akteuren in der Landschaft. Und ohne dass ich das jetzt alles zu sehr bemühen will, wir haben ja Vor- und Nachteile des föderalen Systems in den letzten 13 Monaten von einer ganz anderen Ebene her kennengelernt. Und im Tourismus haben wir dies natürlich auch schon seit einiger Zeit. So, was machen wir jetzt eigentlich konkret? Ich sagte schon, unsere Aufgabe ist im Wesentlichen die Vernetzung. Wir machen in gewissem Umfang auch eigene Befragungen und arbeiten dann aber sehr intensiv auch mit der Unterstützung von vielen forschenden und beratenden Kolleginnen und Kollegen und auch mit unserem Beirat, der die zentralen großen Verbände angehören und machen dreimal im Jahr jeweils
jeweils einen interaktiven Workshop, zu dem wir die Gesamtheit der Branche jeweils einladen. Zu den Sachen, die wir unter anderem machen, gehört auch eine sogenannte Panel-Befragung. Und dazu haben wir gerade im Februar eine solche Befragung abgeschlossen. Da befragen wir Organisationen, Unternehmen der Tourismuswirtschaft in Deutschland. Und dazu möchte ich ganz gerne gleich berichten. Vielleicht haben Sie auch noch ein paar andere Dinge unseres Tuns in den letzten Monaten wahrgenommen, denn wir haben im Grunde seit dem Ausbruch der Pandemie vor jetzt 13 Monaten, beginnend mit dem Lockdown vor 13 Monaten, auch eine ganze Reihe von Projekten aufgelegt, die für uns auch neu waren, indem wir Informationsplattformen geschaffen haben rund um die tourismusrelevanten Aspekte der pandemischen Entwicklung. Dazu gehört unsere Plattform, die heißt Tourismuswegweiser. Vielleicht haben Sie die schon mal gesehen. Da informieren wir tagesaktuell über die jeweiligen Beschränkungen, Lockerungen, Ein- und Ausreisebestimmungen und Handlungsanforderungen auf der Ebene der Bundesländer und gegebenenfalls bei regionalen oder lokalen Lockdowns auch noch über die Beschränkungen auf regionaler oder lokaler Ebene. Wir haben die Plattform im Juli letzten Jahres live geschaltet und das Besondere daran ist nicht nur, dass wir darüber informieren, wir haben 36 Indikatoren gebildet, also was darf ich eigentlich, wenn ich mich touristisch bewege, darf ich mich überhaupt touristisch bewegen und falls ja, was darf ich machen, darf ich ins Restaurant, darf ich in den Zoo, darf ich ins Museum und Ähnliches. Auf der einen Seite, das Besondere aus unserer Sicht ist allerdings das Open Data Prinzip. Das bedeutet, wir haben eine eigene Unterseite auf der Website, auf dem wir jedem, der das möchte, unsere Daten zur eigenen Verwendung zur Verfügung stellen, ohne Berechnung natürlich. Das heißt, Sie können einen direkten Zugriff auf unseren Server bekommen und in Ihren Webseiten oder Ihren Applikationen die Daten einspielen. Das machen auch schon einige. Wir haben zum Beispiel direkt auf unserer Seite bis März knapp 700.000 Sitzungen gehabt über die Schnittstellen, die wir anbieten. Allerdings bereits inzwischen fast 4 Millionen Sitzungen über externe Widgets, die Sie einbinden können oder auch über Apps. Das sei es jetzt auf der Seite der DCT beispielsweise, sei es auf Seiten von Ländern und oder touristischen Regionen oder sei es eben auch in einzelnen Apps, die ganz oder teilweise mit unseren Daten laufen. Vielleicht haben Sie die eine oder andere App schon mal gesehen. Von der Apothekenumschau gibt es die Corona-Reisecheck-App. Von Intrasys gibt es die App mit dem schönen Namen Darf ich das? Die komplett mit unseren Daten funktioniert und bei der Sie sich je nachdem für jede Stadt, in der Sie sind, tagesaktuell im Detail angucken können, was ist eigentlich erlaubt, was ist nicht erlaubt. Es gibt auch noch weitere Apps, die Sie hier sehen, die mit unseren Daten laufen. Das schon mal so als Basisinformation für alle diejenigen, die sich angesichts der Vielfalt der Maßnahmen nicht ganz sicher sind. Was kann man jetzt hier eigentlich heute gerade aktuell machen oder was ist schon angekündigt an weiteren Lockerungen oder auch Beschränkungen oder Bedingungen des Zugangs, wie zum Beispiel Schnelltests oder Ähnliches. Was wir auch haben, ist schon seit anderthalb Jahren eine Plattform, auf der wir Fördermittel für touristische Akteure, ganz gleich, ob es sich um einen großen Reiseveranstalter oder um ein Ein-Mann-Ein-Frau-Unternehmen handelt, abgebildet haben. Der Hintergrund ist folgender. Es gibt ja sehr, sehr viele Fördermöglichkeiten der EU, des Bundes und der Länder. Sehr selten steht da Tourismus oder was Verwandtes außen drauf. Es ist aber häufig Tourismus drin, in dem Sinne, dass auch touristische Akteure hier, je nachdem, was sie konkret brauchen, Unterstützungsbedarf eskalieren können und einen Förderantrag stellen können. Wir sind also hingegangen und haben die Gesamtheit der Förderprogramme der EU, des Bundes und der Länder uns jeweils händisch angeguckt. Immer mit der Frage, kann ich als Akteur aus der Tourismuswirtschaft hier einen Antrag stellen? Und das haben wir aufbereitet in einer vergleichsweise einfachen Datenbankstruktur. Sie sehen das hier. Sie müssen nur sagen, wer sind Sie? Also bin ich ein Hotel, bin ich ein Gästeführer, wer auch immer ich bin. Wozu benötige ich eine Förderung, zum Beispiel für eine Weiterbildung, zum Beispiel für eine Digitalisierungsoffensive oder Ähnliches? Und woher kommen Sie? Das bedeutet, aus welchem Bundesland kommen Sie? Weil da die Förderbedingungen teilweise unterschiedlich sind, beziehungsweise die Bundesländer die Förderkulissen teilweise noch anreichern. Und dann wirft Ihnen die Plattform automatisch all die Förderprogramme auf,
aus, die entlang ihrer drei Kriterien, ihrer, der drei Antworten, die sie gegeben haben, eben relevant sind. Wir haben weil das relativ stark schwankt, wir aktualisieren das regelmäßig. Wir haben immer so zwischen 560 und 700 verschiedene Förderprogramme bundesweit gelistet. In den einzelnen Bundesländern könnten das dann vielleicht ein paar weniger sein. Aber wir aktualisieren das regelmäßig. Übrigens gibt es auch natürlich eine eigene Förderkulisse rund um Corona und die haben wir eben auch entsprechend abgebildet. Ich wollte aber eigentlich gar nicht so sehr von dem erzählen, was wir insgesamt noch machen, auch im B2C-Bereich, wie jetzt den Tourismuswegweiser, sondern aus unseren eigenen Befragungen. Unser Online-Panel, das hatte ich gerade schon gesagt, ist ein Instrument, mit dem wir Organisationen und Unternehmen befragen. Das heißt, in der Regel ist es die Ebene von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern oder Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, die wir jeweils um ihre Einschätzung aus Branchensicht bitten. Also keine Endkundenbefragung, sondern eine Befragung der touristischen Akteure. Sie sehen hier, welche Themen wir in der letzten Zeit bearbeitet haben. Heute möchte ich sprechen über das Panel, was wir gerade aktuell abgeschlossen haben mit der Feldzeit im Februar. Das ist das Panel, das wir mal genannt haben, Neustart 2021. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sind aus eurer Sicht Bedingungen, Randbedingungen und Herausforderungen rund um den hoffentlich demnächst jetzt wirklich absehbaren Neustart in diesem Jahre jenseits von konkreten Finanzhilfen. Also wir haben ausdrücklich nicht nach der Frage nicht die Frage gestellt, welche Finanzhilfen braucht ihr oder wie zufrieden seid ihr mit den Möglichkeiten, sondern was sind die Randbedingungen, die marktwirtschaftliches Handeln für euch bereitstellen muss, damit ihr euer Geschäft wieder so führen könnt, wie ihr es für erforderlich haltet. Das war eigentlich die zentrale Frage. Wir hatten in der Feldzeit Februar insgesamt 552 valide Fälle. Wir hatten ehrlicherweise rund 700 Unternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben. Wir haben nur diejenigen ausgewertet, die den Fragebogen wirklich vollständig ausgefüllt haben. Und das waren eben 552 valide Fälle. Die kamen, das waren großer Querschnitt quer durch die Branche über Beherbergung, das war der zentrale Schwerpunkt, Gastronomie, Kultur, Reiseveranstalter, Tourenanbieter, Gästeführung, Reisebüro bis hin zu Verkehrsträger, Einzelhandel und Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung und der Bildung. Sodass wir schon einen relativ breiten Querschnitt über die Gesamtheit der Branche hatten. Die erste Frage, die wir gestellt haben, kam aus der Diskussion, die Sie gerade eben auch in Ihrer Umfrage hatten, unter anderem, nämlich es gab ja in den letzten Monaten, schon im letzten Jahr, eigentlich schon während des ersten Lockdowns, eine ganze Reihe von Diskussionen über die Frage, wird der Tourismus, den wir zukünftig haben werden, anders sein? Weil wir als Akteure, möglicherweise aber auch unsere Gäste selbst, neue Erfahrungen gemacht haben, neue Erkenntnisse erlangt haben. Insbesondere wurde ja vor allem über die Frage diskutiert, sind denn die Gäste jetzt vielleicht nachhaltigkeitsorientierter, reisen wir alle bewusster, verhalten wir uns insgesamt anders, auch dann, wenn wir ohne weitere Beschränkungen wieder reisen können. Und diese Fragen haben wir natürlich den Organisationen auch gestellt. Zunächst mal haben wir gefragt, was wäre für euch eigentlich ein Neustart? Und hier sehen wir, das kommt nachher auch noch mal ein bisschen differenzierter, im Grunde zwei große Blöcke, die ungefähr gleich groß sind. 51% haben gesagt, der Neustart ist eine Chance, er sollte mit zukunftsweisenden Veränderungen in der gesamten Branche verknüpft sein. Und ein fast genauso großer Anteil hat gesagt, im Moment geht es wirklich um die Existenzsicherung des Unternehmens und die Sicherung der Arbeitsplätze. Das heißt, alles, was ich jetzt brauche, ist ein kostendeckender Umsatz. Das heißt, ich möchte möglichst schnell wieder zu dem zurück, was wir bislang als eigentlich auskömmliches Geschäftsmodell in der Zeit vor der Pandemie tatsächlich auch hatten. Und dahin müssen oder wollen wir auch einfach wieder zurück. Wenn wir das dann mal ein bisschen differenzieren, dann muss man feststellen, dass es durchaus statistisch signifikante Unterschiede gibt, je nachdem, von welcher Organisation diese Fragen beantwortet worden sind. Die Destinationsmanagement-Organisationen haben deutlich stärker als alle anderen gesagt, der Neustart ist eine Chance, wir müssen ihn mit Veränderungen in unserer gesamten Geschäftsidee verknüpfen.
Und diese Intensität an Zustimmung haben wir in keinem anderen Segment gesehen, in dieser Schärfe, weder bei Veranstaltern noch bei Leistungsanbietern, auch nicht bei Gästeführern beispielsweise, sondern vor allem im Bereich des Destinationsmanagements. Wir haben dann auch gefragt, was glaubt ihr aus eurer Sicht, wie sollte der Tourismus der Zukunft sein? Und 70% der Unternehmen haben gesagt, er sollte nachhaltiger sein, er sollte auch wertschätzender sein. Ein Aspekt, den wir auch in vielen anderen Workshops schon diskutiert haben. Wertschätzender meint hier sowohl den Blick auf den Kunden wertschätzender zu haben, als auch, dass wir hoffen, dass der Kunde uns als Dienstleister mit mehr Wertschätzung versieht, als wir das vielleicht vorher hatten, weil wir alle miteinander ja gemerkt haben, wie fragil das System eigentlich ist und dass die Tatsache, reisen zu können, essen gehen zu können, sich eine Stadt zeigen lassen zu können, gar nicht so ein ubiquitäres Phänomen ist, wie wir es bislang eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewohnt waren. Aber auch der Tourismus der Zukunft muss digitaler sein. Er muss krisenfester sein, er muss aber auch kreativer und innovativer sein. Also ein paar Veränderungen brauchen wir dann offensichtlich doch. Wenn wir es nochmal nach Branchenbereich sortieren, können wir auch im Bereich der Destinationen wiedererkennen, dass eine große Mehrheit gesagt hat, der Tourismus der Zukunft sollte kooperativer sein und nicht kompetitiver, als er vielleicht in der Vergangenheit war. Bei den Veranstaltern, Leistungsanbietern haben wir diese Zustimmungsquoten in dieser Intensität dann eben nicht gesehen. Wir haben dann im Detail nach einzelnen Aspekten des Neustarts gefragt, hier beispielsweise Resilienz, also Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit. Was sind aus eurer Sicht Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Steigerung der Resilienz in der Tourismusbranche? Dann war die klare Aussage, wir brauchen klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Damit war im Wesentlichen tatsächlich auch die Politik adressiert. Wir brauchen eine transparente Kommunikation. Damit waren im Wesentlichen gemeint auch die Beschränkungen, zeitliche Vorlauffristen und Ähnliches, die wir in den letzten Monaten ja nicht immer so in dieser Form gesehen haben. Schnell aktivierbare Notfallpläne, aber auch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Und dann, jetzt komme ich zu dem zurück, was Sie vorhin in der Umfrage hatten, haben wir gesagt, okay, die Leute diskutieren jetzt vielleicht ein bisschen stärker über Nachhaltigkeit. Wie schätzt ihr das eigentlich ein? Und fast 2/3 der Befragten haben gesagt, wir sind uns sicher, dass das Bewusstsein der Reisenden, der Gäste für Nachhaltigkeit nach der Pandemie deutlich größer sein wird als vorher. Aber nur das Bewusstsein, weniger das konkrete Reiseverhalten. Das konkrete, tatsächliche Reiseverhalten wird nach der Pandemie von einem Teil der Akteure auch eingeschätzt als nachhaltiger. Aber Sie sehen den Unterschied zwischen diesen beiden Säulen. Von 65% auf 38% gehen wir runter. Und das stimmt tatsächlich wesentlich mit dem überein, was wir auch im letzten Jahr schon in einem großen branchenweiten Workshop mit vielen Kolleginnen und Kollegen besprochen haben, dass wir festgestellt haben, Aspekte nachhaltigen Reisens sind in der Regel weniger nachfragegetrieben, als man das vielleicht sich allgemein erhofft, sondern wenn wir nachhaltiger unterwegs sein wollen, dann muss es angebotsgetrieben sein. Es ist bei weitem nicht so stark nachfragegetrieben, wie man sich das vielleicht erhofft, wünscht oder auch gelegentlich prognostiziert hat. Wenn wir nun die Unternehmen selbst fragen, wie haltet ihr es denn mit Nachhaltigkeit? Also beabsichtigen Sie, die Angebote Ihres eigenen Unternehmens also nachhaltiger zu gestalten? Dann sagen 48% ja, das ist unser fester Plan, 39 rund ja eventuell und 8% sagen nee. Immerhin gibt es fast die Hälfte der von uns Befragten, die tatsächlich sagen, wir beabsichtigen tatsächlich nachhaltiger in unserem Geschäftsmodell unterwegs zu sein, als wir das in der Vergangenheit waren. Wir haben auch weitere Aspekte erfragt, gerade zum Bereich der Digitalisierung. Ich denke, das ist jetzt ein Allgemeinplatz, aber lassen Sie mich trotzdem sagen, ob wir das vorher wollten oder nicht. In den letzten 13 Monaten sind wir alle miteinander ein Stück digitaler geworden, als wir das vor 13 Monaten waren. Die meisten von uns haben sich sicherlich nicht vorstellen können, dass man
auch mit gutem Ergebnis tatsächlich leichten Herzens digitale Tagungen macht, wo man sich selbst gar nicht sieht, außer in der Kamera. Aber es musste sein, also geht's jetzt auch irgendwie. Und wenn man sich die Ergebnisse mal ein bisschen genauer anschaut, das Spannende hier ist, wir hatten tatsächlich unmittelbar vor dem ersten Lockdown im Februar letzten Jahres genau diese Fragen, die genau den gleichen Unternehmen gestellt. Und hier können wir schon erkennen im Vergleich zwischen Februar 20 und Februar 21, dass wir insgesamt auf dem Weg der Digitalisierung ein gutes Stück vorangekommen sind in der Tourismuswirtschaft insgesamt, wenngleich man ehrlicherweise auch sagen muss, wenn ich mir andere Untersuchungen angucke, wie den Digitalisierungsindex für den Mittelstand von der Telekom, dass wir in Deutschland insgesamt da jetzt nicht gerade einen Spitzenplatz im Bereich der Digitalisierung einnehmen. Wir haben weiter gefragt, was sind eigentlich klassische Voraussetzungen oder welche Maßnahmen müssen erfüllt sein, damit die Menschen wieder reisen wollen und auch tatsächlich reisen. Und die überwiegende Mehrheit der Befragten hat gesagt, wir müssen glaubwürdig sein mit dem, was wir ankündigen und stabil mit dem, was wir auch einhalten. Das bedeutet einheitliche Corona-Regelungen in den Zielgebieten, vollständige Informationen zu Hygiene, Sicherheit und Infektionsgeschehen, aber auch sicherheitsorientierte und verbindliche Kommunikation derjenigen, die Reisen oder Reisebestandteile anbieten, ebenso wie Vermeiden von Massentourismus, also Angst vor Überfüllung, vor Nicht-Einhalten können von Abstandsregeln, Hygieneregeln oder ähnlichem. Und im Bereich Zuverlässigkeit, verlässliche Regelungen zu einer Ausreise-Quarantäne-Testpflicht, also nicht die Frage, okay, für die nächsten 2 Wochen gilt das und dann schauen wir mal, sondern eine stabile, verlässliche Prognose für die nächsten Monate, um auch tatsächlich logistisch und vom Vertrieb her das Reisegeschäft wieder anlaufen lassen zu können. Hygiene und Sicherheit in der Unterkunft, beim Transport, in der Destination sind wichtig. Von vielen werden ebenso als wichtig gesehen, digitale kontaktlose Angebote, sei es jetzt vor der Reise, während der Reise oder auch vor Ort. Und wir haben dann auch gefragt, was versteht ihr eigentlich unter einem Neustart? Also fangen wir einfach nur so nochmal an oder ist es ein Neustart? Und wie definiert ihr das? Laut Wikipedia ist Neustart nämlich die Wiederholung eines Vorgangs. Und mit dieser Definition sind wir auch in die Befragung reingegangen. Und 47% haben gesagt, es ist prinzipiell genau so. Es geht bei einem Neustart vor allem darum, das gewohnte Geschäft in bekannter Form wieder aufzunehmen. Knapp 53% haben jedoch gesagt, ich würde Neustart anders definieren oder ergänzen. Und zwar wie folgt. Zum Beispiel Wiederaufnahme des Betriebs, aber unter veränderten Rahmenbedingungen und mit neuen Perspektiven, Strategien und Konzepten. Auch dann, wenn jetzt hypothetisch gesprochen, wir die Pandemie hinter uns gelassen hätten und wir wieder so reisen könnten, wie wir das vorher konnten. Ein starkes Drittel hat gesagt, wir lasst uns aus der Vergangenheit lernen und das System Tourismus ganz neu denken. Ist das wirklich so gut gewesen, wie wir das bislang gemacht haben? Und bloß weil wir vielleicht miteinander auskömmliche Geschäftsmodelle hatten, heißt das ja nicht, dass das alles nur deshalb gut war. 12% haben gesagt, ganz explizit und speziell mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Und 5% haben gesagt, mit dem zentralen Fokus auf Digitalisierung sollten wir neu anfangen. Ich möchte noch ganz gerne in die zentralen Highlights aus der offenen Befragung nennen. Also beispielsweise hat ein Kollege gesagt, wir nehmen das Geschäft schon wieder auf, aber es geht um das neue Normal. Wir werden niemals wieder zurückkommen zu dem, was wir bis zum Jahreswechsel 19/20 gesehen haben, sondern wir werden auf absehbare Zeit Hygienemaßnahmen, Besucherlenkung, erhöhte Qualitätsansprüche, auch im Sinne von Limitierung von Besucherzahlen und so weiter haben, die es für uns alle zu akzeptieren gilt. Ein anderer hat gesagt, weitermachen, was gut war, aber auch ein paar Sachen ändern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Dinge nochmal ganz neu zu denken und neu anzufassen. Und eine andere Kollegin hat gesagt,
lasst uns doch mal bitte nicht vergessen, dass wir auch in der Vergangenheit schon Probleme hatten und dass wir auch schon mal Fehler gemacht haben, sei es jetzt Overtourism, nicht hinreichende Berücksichtigung von Klimawandel oder Klimaanpassungsstrategien und Ähnliches. Lasst uns das doch bitte abräumen, jetzt wo wir die Chance dazu haben, bevor wir jetzt alle wieder, wenn ich es mal ganz böse sagen darf, halb blind zu dem zurücklaufen, wie es vorher war, weil wir unbedingt dahin zurück wollen, wo wir hergekommen sind. Aber eigentlich wissen wir doch, dass es nicht funktioniert. Wir haben auch gefragt, was sind für euer eigenes Unternehmen besonders wichtige Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Neustart, so wie ihr ihn euch vorstellt. Und alle haben gesagt, das Wichtigste ist das Vertrauen der Reisenden in die Branche selbst. Das heißt, das Vertrauen der Reisenden, dass mir während der Reise, beginnend ab dem Moment, wo ich das Haus verlasse, bis ich wieder nach Hause komme, nichts passiert im Sinne von Infektion, Krankheit, was auch immer. Dann als Voraussetzung dafür die Stabilität und Einheitlichkeit der Corona-Verordnungen, aber auch das politische Bewusstsein für die Belange der Tourismusbranche, dann erst die Fragen von digitaler Infrastruktur und weiteren einzelnen Aspekten. Wir haben dann auch nochmal konkret nachgefragt, planen Sie nach der Pandemie konkrete unternehmerische Veränderungen in Ihrem Geschäftsbetrieb oder Prozessen? Und da haben dann nochmal 40% gesagt, nee, wir möchten den gewohnten Betrieb wieder aufnehmen. Das heißt aber im Umkehrschluss, 60% der von uns Befragten planen Änderungen gleich welcher Art. 28% haben gesagt, wir haben schon konkrete Planungen für Änderungen. Das sind die, die Sie vorhin schon gehört haben, Bereich Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Und 21% haben gesagt, wir möchten das ändern, aber wir wissen noch gar nicht genau was. Das sind dann häufig diejenigen, bei denen man sich nicht sicher ist, setzen Sie das dann wirklich um? Aber immerhin 28% haben sehr konkrete Pläne. 10% haben sogar gesagt, unsere Geschäftstätigkeit wurde praktisch gar nicht beeinflusst. Wir können weitermachen. Und bedauerliche, aber zum Glück auch nur 2% der von uns Befragten haben gesagt, wir werden unsere Geschäftstätigkeit aus unserer Sicht gar nicht mehr aufnehmen können. Was sind so zentrale Nennungen bei den Highlights? Wir wollen uns enger mit anderen vernetzen. Wir wollen kleinere Gruppenführungen zu höheren Preisen machen. Möglicherweise müssen sich unsere Guides alle impfen lassen, damit wir überhaupt wieder ins Geschäft kommen. Frage, wie kommen wir dahin? Wir waren im Februar, das dürfen wir nicht vergessen. Da hatten wir eine ganz andere Situation in der Impfkampagne, als wir das heute haben. Wir brauchen gute Hygienekonzepte. Einige haben aber auch gesagt, wir haben die Zeit der Pandemie schon dazu genutzt, unser Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen und haben jetzt eine ja fast noch bessere Idee, wie wir in unserem Geschäftsbereich arbeiten können, als das vorher der Fall war. Das passt ja zu dem, was ich vorhin schon ausführte, zu einzelnen Unternehmen, die gesagt haben, lasst uns doch diese Phase des unfreiwilligen Lockdowns nutzen, um über unser Geschäftsmodell nachzudenken und den Kopf frei zu haben, um über Dinge nachzudenken, die wir bislang im operativen Geschäft vielleicht gar nicht berücksichtigen konnten. Was wir aktuell machen und wozu ich Sie gerne auffordern möchte, sich zu beteiligen, ist, im Moment läuft gerade unser zweites Panel des Jahres. Und wer von Ihnen Lust und Zeit hat, fühlt sich frei und aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Das läuft noch bis zum Wochenende, ist die Befragung offen. Wir haben das neue Reisen genannt und wollen uns ganz konkret mit der Frage beschäftigen, was denken wir, bleibt tatsächlich von dem, was wir in den letzten 13 Monaten lernen mussten oder auch lernen durften, je nachdem, wie Sie es sehen. Also das heißt, wir wollen uns gemeinsam mit Ihnen der Frage stellen, lass uns mal kurz überlegen, wir könnten jetzt wieder ganz normal reisen. Mit vielleicht noch leichten Einschränkungen, Maske tragen oder Ähnliches, aber im Prinzip geht es wieder. Was davon wird sich tatsächlich aus Anbietersicht, aber auch aus Nachfragesicht ändern und was nicht? Wer Lust hat, nehmen Sie gerne teil. Sie sehen den QR-Code und Sie sehen den Link. Ich habe die Folien auch zur Verfügung gestellt. Ich denke, die werden Ihnen auch zur Verfügung gestellt hinterher der Veranstaltung, sodass Sie sich gerne noch beteiligen können. Wir schicken Ihnen dann selbstverständlich nach der Auswertung die Ergebnisse auch entsprechend zu. So, das war es schon von mir. Ich danke für Ihre Geduld. Ich glaube, ich war ein bisschen zu lang und freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, lieber Herr Professor Quack, vielen herzlichen Dank für den wirklich interessanten Vortrag mit neuen Erkenntnissen und neuen Aspekten auch, wobei wir da auch schon ein paar beleuchtet hatten im Vorfeld. Dass ein Professor immer ein bisschen zu lang wird, das wissen wir ja, das hatten wir im Vorfeld auch schon besprochen, aber es war so interessant, dass es, glaube ich, kein Problem war. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich auch für den Aufruf, dass sich unsere Gästeführer da beteiligen können an der Paneluntersuchung. Die Maren steht auch schon im Startloch, wir haben, glaube ich, 2, 3 Fragen. Kannst du uns die noch schnell geben? Wir sind ein bisschen in Zeit, genau. Ja, überhaupt kein Problem. Wir haben zwei kurze Fragen. Okay. Und zwar einmal, Herr Quack, zu der Internetseite Kompetenzzentrum Tourismus. Ist die Frage, ob die Seite barrierefrei ist? Weitgehend, ja. Weitgehend? Optisch, ja, akustisch, nein. Mhm. Dann eine Frage, und zwar bei dem Förderwegweiser. Zu welcher Kategorie zählen Gästeführerinnen? Es sind wahrscheinlich mehr dann die Agenturen, die das... Ja, es gibt ehrlicherweise, es gibt kaum tatsächlich diese Förderkulissen, die für Einzelunternehmen im Sinne von einzelnen Personen, Freiberuflern tauglich sind. Das hat mit dem Tourismus nichts zu tun, das ist in anderen Branchen genauso. Wenn, dann sind es eher die Agenturen, die antragsberechtigt sind. Genau. Genau. Dann eine weitere Frage, und zwar von Manuela Sauer. In der Sonntagszeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hätte gestanden, dass es international angedacht ist, dass jede Person nur eine bestimmte Summe an CO2-Emissionen pro Jahr zugeteilt bekommt. Wissen Sie was dazu? Ich weiß, dass es diese Diskussionen gibt, aber das ist ehrlicherweise auf absehbare Zeit rechtlich noch nicht durchsetzbar. Mhm. Und eine Frage, da waren mehrere Fragen dazu gewesen, und zwar zu der Bedeutung Tourismusministerium. Wann bekommt Deutschland ein Tourismusministerium? Sie haben ja direkt die Kontakte, Sie können das doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also das Grundproblem, wenn Sie jetzt an die Bundesregierung denken, ist ja, dass das halte ich für zunächst mal unrealistisch, weil die Bundesregierung ja gar keine eigene Handlungskompetenz im Tourismus hat. Da kann sie auch kein eigenes Ministerium dafür haben. Das ist eigentlich ganz banal. Das wäre ja theoretisch erst dann möglich, wenn die Bundesregierung eine eigene tourismuspolitische Handlungskompetenz hätte. Und da müssen wir nochmal an die Föderalismusdiskussion ran, um das zu erreichen. Das werden wir auch mit der nächsten Bundestagswahl nicht schaffen. Okay, dann lassen wir das jetzt einfach mal hier so stehen. Und wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich, und dann schalte ich mal von den Fragen weg. Und ich habe gehört, Sie bleiben noch ein paar Minuten und gucken, was sich im Chat oder bei den Fragen und Antworten noch tut. Ja, klar, gerne. Genau, freue ich sehr. Ich darf mich auch verabschieden, Herr Professor Quack. Vielen herzlichen Dank für Ihre Erkenntnisse, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal bei einer persönlichen Tagung dann persönlich treffen, nicht bei einer persönlichen Tagung, aber bei einer Tagung persönlich treffen. Genau. Das wäre mal was so mit Menschen, ne? Das wäre toll. Genau, so zum nichts anfassen, ne, aber ein bisschen zum Anfassen. Vielen Dank. Sehr gerne. Alles Gute für Sie. Ja, diese Umfrage, die der Herr Professor Quack da gerade am Schluss noch so angesprochen hat, da haben wir auch was vorbereitet für unsere Teilnehmer. Vielleicht kann der Herr Professor Quack daraus schon ein bisschen den Trend generieren, denn wir haben an unsere Gästeführerinnen und Gästeführer heute gefragt oder wollen fragen, wie bereiten Sie sich jetzt ganz konkret auf den Neustart vor? Das haben Sie ja schon gerade auch mit angesprochen. Eigene Website, Überarbeitung der Website, kreative Angebote, Überarbeitung. Das wird jetzt wirklich ein bisschen spannend, finde ich, was unsere Teilnehmer da ankreuzen. Oder wie es auch bei Ihnen so der Fall war, manche sagen vielleicht auch, nö, ich mache gar nichts, ich warte jetzt erstmal und bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das war vorher gut, dann ist es im Nachhinein auch gut. Also schauen wir mal, wie unsere Teilnehmenden das jetzt einloggen. Also diese Live-Umfragen, die finde ich total spannend, und das geht auch immer so schnell, weil die sind ja alle digital höchst versiert, habe ich jetzt an unserem Webinar festgestellt, und da können wir sicherlich gleich wieder auf ein Ergebnis blicken. So.
doch nicht so schnell jetzt. Doch, es ist vorbei. Ja, also die kreativen Angebote haben bei uns gewonnen, dass man da neue Wege geht, neu kreativ wird. Website ist also auch ein Thema, neue digitale Kanäle. 52% wollen ihre Profil- und Angebote im BVGD-Gästeführerportal einstellen. Ja, yeah, sage ich da bloß. Und das kann ich jetzt schon gleich mal weitergehen.